was macht dich unbeliebt, so wie Jesus Christus, der dafür am Kreuze stirbt? Wann hat man dich verleugnet, weil du liebst, wie Gottes Liebe liebt? Hast du die Würze, die nicht stumpf, die aus der Ewigkeit ihren Wert? Oder dort erst zeigt, was nie Salz gewesen ist? Nimm dein Kreuz auf dich. Kennst du das Elternwesen wirklich, das deiner Frau, deines Mannes, wie es Gottes Glanze zeigt? Oder hängst du nur dran, weil sonst nichts dich umgibt? Nimm dein Kreuz auf dich. Nicht verherrlichen, was nicht dir selbst zu eigen ist. So manche Rede klingt hoffnungsvoll, doch dies, nimm dein Kreuz auf dich, ist, was man dann noch bei dir sehen soll. Nicht sich grämen, dass man sich in vielen Sünden hat verstrickt. Vor Anbeginn der Welt starb er am Kreuz für dich, nimmt dich mit. Nimm dein Kreuz auf dich, nimm dein Kreuz auf dich, nimm dein Kreuz auf dich. Und zwar dies, welches er gibt, wo man nicht mehr in alter Weise aufersteht, sondern in Gottes Leben lebt. Nimm dein Kreuz auf dich, nimm dein Kreuz auf dich. Er hat vollbracht, was dir noch fehlt, was niemand sonst dir gibt. Nimm dein Kreuz auf dich. Hast du alles verlassen und nichts gehört dir, nicht mal du dir selbst, denn auch das von dir ist, was dich hindert, bei ihm zu sein, mit an sein Kreuz zu gehen, und dann wäre es auch deins. Ja, Jesus Christus gibt zu verstehen, wer seiner eigenen Kraft nicht erliegt, bleibt in geschmackloser Liebe, wie sie überall gibt. Wer an der Welt in falscher Weise hangt und an das eigene Leben dran, dem nützt es nichts, dass er Herr, Herr rief, nimmt er nicht sein Kreuz auf sich. Nimm dein Kreuz auf dich, nimm dein Kreuz auf dich, und zwar dies, welches er gibt, wo man nicht mehr in alter Weise aufersteht, sondern in Gottes Leben lebt. Nimm dein Kreuz auf dich, nimm dein Kreuz auf dich. Er hat vollbracht, was dir noch fehlt, was niemand sonst dir gibt. Nimm dein Kreuz auf dich.